Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf Live. Heute spielen wir wieder mal Poling Mountains, auch bekannt als Tevera, und Survival Games 1. Und wie ihr es vielleicht merkt, ich kann wieder reden. Yay! Nach meiner Weisheitszahn-OP bin ich jetzt wieder in der Lage zu reden, beziehungsweise war ich das vor 3 Tagen schon. Aber jetzt nehme ich halt wieder auf und das ist ganz toll und oh mein Gott, das war richtig scheiße. So, ich gehe jetzt mal hier hoch und guck, was da noch drin ist. Oh, nice, Buddy, das war... Wenn ich jetzt die Hose gehabt hätte, dann hätte ich jetzt volle Rüstung, aber... Oh, lol, irgendjemand droppt hier einfach eine Rüstung. XA Fieber hat auch einen Touch Speed Skin, cool. Nee, auf jeden Fall kann ich jetzt wieder reden, wie ihr vielleicht gerade schon gemerkt habt. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und ich werde mal in irgendeiner anderen Episode bald mal, oder vielleicht jetzt auch noch ein bisschen nachher, erklären oder erzählen, wie das so war bei der Operation, weil, keine Ahnung, vielleicht interessiert euch dafür, weil das ist eine relativ verbreitete OP. Also das müssen ja ziemlich viele Leute machen. Und vielleicht müsst ihr das ja auch machen und da kann ich euch vielleicht so erzählen, wie das halt so ist, weil ich habe das ziemlich falsch eingeschätzt eigentlich, fand ich jetzt so, also ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Aber das ist jetzt erstmal nicht das Thema, sondern ist das Thema, erstmal, dass ich wieder reden kann, yeah, also es kommen wieder Videos. Und eine andere Sache ist noch, und das wollte ich eigentlich nur kurz ansprechen, und zwar, frage ich euch mal, ja, was möchtet ihr noch für Videos sehen? Weil, irgendwie, ich weiß nicht, aber... Ich bringe ja nur Half-Survival-Games im Moment, ab und zu dann halt One in the Chamber oder Hide and Seek, ja halt früher, aber jetzt so die letzten 10 Videos waren irgendwie 9-mal Half-Survival-Games und ich weiß jetzt nicht, ob also ob euch das jetzt so ja egal ist, was ich bringe oder ob ihr halt nur Half-Survival-Games sehen wollt, weil rein theoretisch ist mir das egal, ich würde auch von mir aus nur Half bringen, aber das Ding ist einfach, ich würde es selber total langweilig finden. Nur die ganze Zeit Half-Survival-Games zu sehen und deswegen, also falls ihr mal irgendwie Ideen habt, was ich noch machen könnte, beziehungsweise was ihr auch wirklich sehen wollt, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, Erik, nehmt mal bitte das Black auf oder so und ich dann das Black aufnehme und das bekommt dann halt, ja, keine Ahnung, nicht so gutes Feedback oder so, dann weiß ich halt, dass ihr das gar nicht sehen wollt, sondern dass mehr oder weniger, ja, nicht so viele sehen wollen oder das halt, ja, keine Ahnung, na, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall halt irgendwas, was ihr euch auch ansehen würdet, weil ansonsten ist es ja natürlich doof, wenn ich irgendwas aufnehme und... Ja, dann guckt sich das nachher keiner an und ja, deswegen schreibt einfach mal, was ihr gerne sehen möchtet, beziehungsweise was ihr euch halt wirklich ansehen würdet. Zum Beispiel weiß ich ja, das Half-Survival Games, das sehen anscheinend sehr viele Leute gerne an, deswegen bringe ich das ja auch größtenteils. Aber ab und zu mögen die Leute halt auch One in the Chamber und Hide and Seek zum Beispiel auch ein bisschen, mehr oder weniger. Also, ja, so viele Leute haben sich jetzt die Videos nicht angeguckt, aber schon ein paar. Und das geht total durch. Ich war komplett zufrieden mit dem Feedback und freue mich da natürlich auch richtig drüber. Das habe ich, glaube ich, noch nie so erwähnt, dass ich mich über das Feedback freue. Also sollte ich vielleicht mal erwähnen. Also das klingt jetzt vielleicht so like-geil oder so, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Likes motivieren schon, Videos zu machen auf jeden Fall. Und es ist natürlich richtig schön, wenn man sieht, dass ein Video irgendwie, keine Ahnung, 70 Likes oder so bekommt. Das ist richtig nice. Und vor allem, wenn man einfach, ja, keine Ahnung, man sieht einfach so, man macht was. Und es sieht einfach jemand, es bringt irgendwie sowas. Also, ja, keine Ahnung, ihr seht es euch ja an und ihr mögt es ja anscheinend. Und ihr entertaint euch da irgendwie ein bisschen oder, ja, keine Ahnung, ihr guckt es euch halt an. Und das bedeutet, ihr müsst ja irgendwas dran gut finden. Und es halt gerne sehen wollen. Und das ist natürlich richtig cool zu sehen. Vor allem, weil, Gott, ich kann mich einfach nicht konzentrieren bei diesem lauten Sound, ne? Aber ich kann ihn jetzt schlecht umstellen, weil das ist dann nachher fürs ganze Video anders. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Ja, auf jeden Fall ist es mega cool zu sehen, wenn ein Video halt viele Likes bekommt, viele Kommentare. Und ja, also, keine Ahnung, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Nicht, dass ihr denkt, dass mir das alles so total egal ist. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so likeal, dass ich sage, ja, bitte liken, wenn euch das Video gefallen hat oder so. Das mache ich auch nie, also vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Aber ich sage eigentlich nie am Ende von einem Video oder so, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und so. Das Ding ist einfach, ich will euch dazu nicht irgendwie nötigen oder so, sondern ihr sollt es einfach machen, was euch gefallen hat. Und wenn es euch gefällt, dann, ja, dann supportet mich das schon richtig und gebt mir richtig Motivation. Und vor allem, wenn ihr einfach seht, dass ein Video nach jetzt zum Beispiel einer Stunde 1000 Likes hätte, dann wäre ich einfach so motiviert, dass ich einfach direkt noch ein Video aufnehme. Und ja, also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und das ist halt so das Ding bei anderen Videos. Als wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal zum Beispiel, wenn ich jetzt Call of Duty bringen würde, was ich nicht tun werde, weil ich spiele das nicht, aber jetzt nur als Beispiel, dann würde das wahrscheinlich richtig wenig Klicks bekommen, richtig wenig Kommentare und kaum Likes und ja, keine Ahnung, dann hätte ich nicht so die Motivation, jetzt nochmal so ein Video zu machen. Und das ist halt auch so das Ding bei meinen Videos halt, ich weiß nämlich nicht, was ich bringen soll, was euch dann halt auch so gefällt, dass ihr es liked und so weiter.
Und deswegen wollte ich euch halt mal fragen und so, was ihr halt gerne sehen möchtet. Weil es ist halt doof, wenn es einfach nicht so viel Feedback bekommt wie anderes zum Beispiel. Weil es dann einfach nicht so sehr motivierend. Aber im Großen und Ganzen, ja, kann ich eigentlich ziemlich viel machen. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass hinter mir einer ist. Ich bin ja nicht dumm. Ja, auf jeden Fall. Cool, die. Okay, nice Double Hit. Und zack, den kriege ich noch vom Deathmatch. Ich sag's euch. Ja, da haben wir ihn. Oh, der hat den Deer, der hat den Deer, der hat den Deer, habe ich gesehen. Ja, nice Deer-Schwert. Okay, nice. Wenn ich mich beeile. Ah, oh, komm hoch. Zack, zack, zack. Und. Ups, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ich bin so langsam. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr euch halt wirklich gerne ansehen würdet, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Kann wirklich alles sein. Kann irgendwie MCSG sein oder halt One of the Chamber und Splack oder Hide and Seek und was auch immer. Oder zum Beispiel habe ich mich auch bei so einem SMP, also Survival Multiplayer, angemeldet, mehr oder weniger. Also ich würde euch ja mal fragen, wie ihr das finden würdet, wenn ich so ein Survival-Ding mache mit halt noch mehr Leuten. Das würde dann irgendwie nur einmal in der Woche kommen oder so, halt nicht so oft, aber ja, also sind auch coole Leute drin, vor allem Engländer, aber ist ja auch egal. Und außerdem habe ich mir überlegt, so in die nächste Zeit mal wieder ein bisschen mehr mit anderen Leuten aufzunehmen. Das habe ich ja schon mal, aber diesmal ziehe ich das wirklich durch, weil ich habe ein paar Leute an der Hand quasi, mit denen ich aufnehmen könnte halt. Und deswegen, ja, also ich wollte halt einfach nur mal auf die Einfältigkeit quasi eingehen, weil ich bringe ja im Moment eigentlich nur SG und das auch meistens alleine und. Ja, ich finde das halt ein bisschen langweilig, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so langweilig findet wie ich. Aber das Ding ist halt, dass ich jetzt ja, verschiedene Spielmodi vielleicht nochmal bringen möchte, verschiedene Projekte und halt mit anderen Leuten. Und das Deathmatch bei mir ist irgendwie immer so richtig intens, oder? Also ich weiß, ey, der droppt den Trank, den soll er trinken. Wer ist der Typ? Vielleicht kann ich tappen. Lol. Wer ist denn der Typ? B. B. Okay, drink the potion or I'll kill. Vielleicht ist er so doof und fällt darauf rein. Der ist einfach so behindert, der läuft einfach weiter. Say, Eric is cool, I will kill you. Vielleicht schreibt das ja, das wäre lustig. Ich glaube, er ist ein Randy und läuft die ganze Zeit nur weg. Er lief da einfach. Ja. Und ja, okay, nice, okay. Nicht schlecht, ja, okay. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like da. Nein, Spaß beiseite. Also, wenn ihr es wirklich, ja, wenn es euch wirklich gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Ansonsten schreibt mir auf jeden Fall mal, was ich so machen könnte. Und ob euch halt so ein SMP gefallen würde. Also, es ist, ein SMP ist eigentlich Survival, nur halt mit mehreren Leuten. Also ich würde auf den Server kommen, Survival da spielen und halt mit mehreren Leuten da vielleicht mal aufnehmen und so. Ich weiß halt nicht, ob das so geil ist und ob euch das halt so gefällt, dass ihr es euch anguckt. Ich glaube eigentlich eher nicht. Aber könnt ihr mir halt schreiben und ansonsten, was ich halt sonst machen soll. Es kann wirklich, also es muss auch nicht auf 5 sein. Also ihr könnt natürlich schreiben, ja, mach mal Trouble in Mineville mit deinen Freunden oder spiel mal Splack mit dem und dem oder nehmen One in the Chamber mit Picard oder so auf. Also ihr könnt mir alles Mögliche schreiben auf jeden Fall. Ich bin offen für alles und möchte meinen Kanal einfach ein bisschen vielfältiger machen. Und ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, dass euch das relativ kurze Video, glaube ich, gefallen hat. Und wie gesagt, ich kann wieder reden, deswegen kann ich wieder Videos machen. Und ja, wir sehen uns einfach bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Ciao. So, der Vergangenheits-Erik war leider ein bisschen behindert und hat vergessen, dass man ja einen Hashtag in die Kommentare schreiben muss. Und deswegen würde ich einfach sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt doch mal einfach Hashtag Drache in die Kommentare. Ich glaube, wir hatten das schon mal, aber das ist jetzt auch total egal. Und ja, also wie gesagt, Hashtag Drache. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Also haut rein, Leute. Ciao, ciao.